Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ja, ich hab's euch gesagt, ihr habt das Video von Manu, wo wir dem sein Bike vorgestellt haben, eigentlich ziemlich gefeiert. Euch hat es ziemlich gefallen und deshalb ist heute Zeit für Part 2. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb, ja, ich wollte heute Radfahren gehen, aber deshalb wird es heute leider nichts, weil ich einfach meine Erkältung noch auskurieren muss. Aber der Nico ist heute da. Wir stellen heute dem Nico sein Pivot Firebird 29 mal vor und ich würde sagen, nach dem Intro geht's einfach los. Let's go! Jo Leute, also Nico, servus. Servus. Wir stellen heute dem Nico sein Rad mal ein bisschen vor und ja, genau. Vielleicht erstmal kurz zu dir. Wie lange fährst du Rad? Jo, also ich bin 18 Jahre alt, fahre jetzt schon seit 4 Jahren Rad. Dann wie viel das Rad ist das? Was bist du gefahren als allererstes? Mein viertes Rad. Dein viertes Rad? Ja, okay, ja, was bist du als allererstes gefahren? Als erstes bin ich ein Cube Stereo 140 gefahren. Also okay. Ja. Dann bin ich in einen Propane Spindrift gefahren in Größe S. Dann habe ich den Rahmen getauscht in einen Größe M Rahmen. Also quasi, ja. Und das ist jetzt mein viertes Rad, das Pilot Firebird in Größe M. Genau, ja. Und du hast das gebraucht gekauft, ja, gell? Ich habe das gebraucht über einen Bikemarkt gekauft. Genau. Was hatte das damals für eine Ausstattung? Was war das für eine grobe Ausstattungslinie? Also das war diese Pro X01 Ausstattungslinie, falls es jemand von euch was sagt. Das hatte damals noch die Fox 36 drin, hatte noch SRAM-Bremsen dran und die KS-Left-Sattelstütze und ansonsten ist eigentlich alles genauso, wie es jetzt war. Wie es damals war, genau, ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit so ein paar Teilen, die du jetzt vielleicht geändert hast oder allgemein zu ein paar Teilen. Fangen wir mal an mit deinem Fahrwerk vielleicht einfach, ja, weil da hast du, denke ich, ein ziemlich großes Upgrade gemacht. Ja, also der Dämpfer ist immer noch, wie es da vor drin war, ein Fox Float X2. Da habe ich aber auch schon ein bisschen rumprobiert mit, ich hatte auch schon mal eine kurze Zeit einen Stahlfederdämpfer drin. Da hat mir aber das der Gegenhalt im mittleren Federwegsbereich von dem Float X2 ein bisschen besser gefallen. Aber in Zukunft will ich vielleicht auch nochmal einen Stahlfederdämpfer irgendwie testen, aber das... Ja. Okay, top. Ja genau, also wie gesagt, da ist so ein bisschen am Rumspielen, aber auch ganz geil. Ich fahre ja auch einen Pivot Firebird und ganz geil, dass dann mal, ja, mal einfach auch in seiner Community jemand hat, der das gleiche Rad fährt mit einem Luftdämpfer und dann immer so ein bisschen Erfahrungen hin und her tauschen kann. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ja, aber zu deiner Gabel denke ich auf jeden Fall mal, ne? Ja, also die Gabel ist eine Fox 38 mit 170 mm Federweg. Ist auf jeden Fall eine mega geile Gabel. Ist ziemlich steif und fühlt sich einfach mega gut an und ist auch schon ein Unterschied zu 36, also im Gegensatz zu der 36, wo er vorher drin war. Genau, ja, also ich habe ja den Switch, sage ich jetzt mal, von 36 zu 38 als erstes gemacht. Also ich habe als erstes eine 38 drin gehabt und habe zu Nico auch immer gesagt, egal auf welchem Bike-Trip wir gefahren sind oder wo wir Radfahren waren, wenn du irgendwann die Kohle hast und wenn du Bock darauf hast, dann mach das, weil das ist ein richtig geiles Upgrade und das macht dann einen ziemlich großen Unterschied. Er hat immer gesagt, ja, ich glaub dir zwar, aber ich glaub dir auch wieder nicht. Und dann, wo er sie selber gekauft hat und selber hatte, dann hat er gesagt, Alter, ich weiß genau, was du meinst. Genau. Und ja, richtig Premium auf jeden Fall. Ja? Genau, ja. Gerade auch in dem Rad. Ich denke, für dieses Rad einfach, ja, das perfekte Upgrade oder... Also Pivot Firebird wird ja jetzt in den neuen Jahren auch standardmäßig mit einer Fox 38 ausgeliefert, aber eben deshalb das perfekte Upgrade. Genau, ja, die Sattelstütze ist eine Fox Transfer mit 150 mm Hub. Da hatte ich davor eine KS Left drin, aber die ja, hat einfach nicht mehr so gemacht, wie sie soll. Die war einfach kaputt und dann muss was Neues her und das funktioniert top. Mega. Kann man so sagen, ja. Ja, jetzt mal so zum Laufräder. Laufräder habe ich DT Swiss M1700 Laufräder. Ja, also kann man sagen, grundsolides Laufrad. Ich fahre, also mal kurz Info, ich fahre immer so einen Reifendruck, also hinten 1,7 Bar und vorne 1,6. Und habe Double-Down-Reifen, vorne und hinten, ohne irgendein Insert oder was. Und ich fahre das eigentlich überall, das heißt jetzt am Reschenpass oder Home-Trails. Und also mit Dellen oder so habe ich eigentlich gar keine Probleme, also wirklich ein grundsolides Laufrad, kann man so sagen.
Bei den Reifen hast du auch immer ein bisschen hin und her gespielt, zumindest hinten. Ja, genau. Also vorne fahre ich eigentlich schon seit langer Zeit den Nexus Assegai, weil es einfach so bis jetzt der beste Reifen war, wo ich hatte. Hinten habe ich schon ein bisschen rumgespielt, da hatte ich erst den Aggressor drauf. Mhm. Das ist eigentlich ein Top-Sommerreifen, aber wenn es nass ist, fehlt ihm ein bisschen der Grip, habe ich so das Gefühl. Ja, ist auch meine Erfahrung. Ja. Und ich hatte mal im Winter eine Zeit lang ein DHF drauf. Also der klebt wirklich am Boden, muss man sagen. Aber also ist wirklich schwer, den zu treten, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja. Und jetzt habe ich so das Kompromiss gefunden im DHR2 und mit dem bin ich auch echt zufrieden, muss ich sagen. Vielleicht mal zu deinem Cockpit, sieht ja auch. Ja, was heißt sehr speziell? Geiles Cockpit auf jeden Fall, aber vielleicht willst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Genau, also Vorbau habe ich immer noch Stock, den Pivot-Vorbau, das ist ein 45 mm Vorbau. Lenker habe ich einen Joystick, Analog-Carbon-Lenker, habe ich auf 170 mm gekürzt. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen rumprobiert, was für mich gut ist mit einem alten Lenker und bin dann auf 770 gekommen, weil ich das gut fand. Mhm. Bremsen habe ich Shimano XT-Bremsen, die sind auch Top-Bremsen, also sind eigentlich schon Anker, muss man sagen. Ja, also da haben wir in unserer Community, sage ich jetzt mal, also alle meine Jungs, die da im Prinzip drumherum mit mir immer am Radfahren sind, da haben wir alle nur positive Erfahrungen gemacht mit den Shimano-Bremsen. Ich fahre ja die Saint, der Nico die XT4-Kolben, der Manu ist auch schon immer XT gefahren, der Matze fährt, glaube ich, sogar SLX-Hebel und selbst die machen einen Mega-Job. Also ich glaube, da können wir... Können wir alle sagen, dass das Premium ist? Ja. Und Nico, was hat Corona bei dir ausgelöst oder was ist passiert? Ja, erzähl vielleicht. Das ist ganz lustig eigentlich. Ja, also, falls jemand schon aufgefallen ist, also ich habe vorne einen XT-Hebel, hinten einen XT-Hebel und vorne einen SLX-Hebel. Das ist eigentlich nur aus dem Grund, weil mein vorderer XT-Hebel ist kaputt gegangen und es war kein XT-Hebel lieferbar. Ja, und XT-Hebel ist nämlich lieferbar. Keine Ahnung, im Februar 2023 oder so. Ja, ja Mann. Genau. Jenseits von Gut und Böse. Ja, aber das Einzige ist eigentlich nur, dass der Freestroke, dass es den halt nicht gibt. Genau. Aber da wir den immer eigentlich auf Anschlag reingedreht hatten oder haben alle. Ja. Oder macht es einen Unterschied? Nee, also ich muss sagen, also der Hebel fühlt sich ein bisschen anders an vom Griffding hier, aber wenn man Handschuhe anhat, dann ist es. Also für mich macht es keinen großen Unterschied so und ja. Und man spart halt ein bisschen Geld für den Anhebel, deswegen ja, Mann. Macht man da keinen großen Verlust, finde ich. Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar Wintersaison. Und ich sehe, du hast ein ziemlich geiles Mudguard verbaut. Macht es einen Unterschied zu dem normalen oder allgemein zu dem Mudguard vielleicht mal? Ja, also ich finde auf jeden Fall, also der kam ja erst relativ neu raus. Das ist der von Fox, wo du hier perfekt an diese Entlüftungsventile schrauben kann. Der große Mudguard. Und ich muss auf jeden Fall sagen, also ich habe kaum Dreck im Gesicht oder irgendwas und für den Winter auf jeden Fall top, weil es wird nicht so dreckig obenrum, wie es sonst wird. Und ich denke auch die Verschraubpunkte von dem Teil sind einfach Premium, also der sitzt bombenfest, dieser Original Fox Mudguard. Ich glaube 30 Euro kostet der lange und der kurze ist genau gleich vom Preis, ja. Also das ist einfach Premium. Das hält, das klappert nicht, das schreift nicht am Reifen. Das ist einfach perfekt. Ja. Ist einfach geil. Ja, Mann. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was Fashion-mäßiges. Ich fahre hier ein One-Up-Tool. Mhm. Das, also auf jeden Fall, ich muss sagen, das war schon eine der Investitionen, die sich am meisten gelohnt haben für das Rad, weil man braucht halt, man kann es immer brauchen. Das heißt jetzt, einfach nur mal bis ein Lenker gerade machen, wenn man sich nicht verdreht hat, dann lohnt sich das einfach. Es ist super easy. Hier hat man halt so das kleine Tool. Hier kann man Kettenschloss reinmachen. Und hier hat man noch so einen Reifenheber. Habe ich jetzt noch nie benutzt, aber funktioniert bestimmt. Ja, genau. Also wie ich im letzten Video schon gesagt habe, das Tool ist einfach Premium. Und ihr seht, irgendwie haben alle meine Jungs dieses Tool, weil es einfach geil ist. Weil es einfach funktioniert. Und einfach top. Ja. Ja. Handguards habe ich noch. Wow, jetzt fällt das Rad fast um. Dann vielleicht noch zum Thema Handguards. Auch der Nico fährt Handguards. Ja. Wie ist dazu gekommen, oder? Ja, keine Ahnung, also ich fand es einfach nützlich, vor allem wenn man jetzt stürzt, dass man sich den Bremshebel nicht kaputt macht, weil das schützt ja in gewissem Maße den Hebel, dass man sich den nicht verbiegt. Schützt auch die Hände vor allem und ich finde, also es ist Geschmackssache, da kenne ich viele Leute, die was anderes sagen, zum Beispiel Grüße an Manu. Ich finde es optisch nicht schlecht, finde ich ehrlich gesagt. So, also den Sattel fahre ich von SQLab. Das ist der 60X Sattel oder 60X, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. 60X natürlich von SQLab. Genau.
Und das ist auf jeden Fall ein Top-Sattel, muss ich sagen. Das ist mega bequem und habe eigentlich gar keine Probleme damit. Seitdem. Ja, mega. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Escolab, ohne jetzt irgendein Sponsoring oder sonst irgendwas, wirklich jeder, der diesen Sattel bis jetzt fährt und auch, sei es durchweg jetzt meine Eltern zum Beispiel oder Freunde von meinen Eltern, die jetzt alle nicht mehr in unserem Alter sind und alle nicht mehr so sportlich unterwegs und die vielleicht auch eher mal Sitzprobleme haben als jetzt wir in einem jungen Alter, die sind alle so zufrieden mit Escolab und das zeichnet das einfach halt auch aus, würde ich sagen, ja. Ja. Genau. So, jetzt würde ich mal noch zu hier Schaltung und Pedale kommen. Mhm. Also Pedale fahre ich die HT-Pedale, die Enduro-Pedale und sind auf jeden Fall ein grundsolides Pedal. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man die verstellen kann. Mhm. Der Härte auf jeden Fall. Ja, genau. Was bist du davor gefahren? Davor bin ich Crank Brothers, diese Mallet ILS, also mit der langen Achse gefahren. Mhm. Und ich muss sagen, ist auch ein gutes Pedal, aber mir hat da ein bisschen gefehlt, dass ich die Härte verstellen kann. Ja. Weil irgendwann klickt man schon relativ schnell aus, wenn die Cleats mal ein bisschen älter sind. Und die Cleats muss man auch regelmäßig austauschen bei Crank Brothers. Genau, ja. Und also habe ich auch die Erfahrung gemacht, die Cleats bei HT, die halten wirklich ewig. Und man kann sie halt auch noch nachstellen, wenn sie dann mal verschlissen sind. Also ich habe meine, glaube ich, auf halber Härte eingestellt oder so und bin damit jetzt seit einem Jahr gefühlt unterwegs und es ändert sich einfach nichts und das ist einfach Premium, dass man nicht immer leichter ausklickt und wenn, dann kann man es auch nachstellen, das ist halt cool. Ja. Also Kettenführung fahre ich, die Kettenführung von OneUp, die fahre ich eigentlich aus dem Grund, weil meine, ich hatte davor eine MRP-Kettenführung und die ist kaputt gegangen und dann bin ich auf die OneUp umgestiegen und ist einfach eine mega Kettenführung, das kann man, also groß dazu sagen kann man eigentlich nichts, es funktioniert. Ist ein Bashguard dran unten, mhm. Schützt das Kettenblatt und die Montage ist einfach super easy. Ja, ja, mega, gell. Mit der, also, du kannst vielleicht ja gerade mal zeigen. Ja, man kann hier, also, das kann man hier so, wenn ich es hinkriege. Scheiße. So, hier kann man das aufmachen. Genau. Und da sieht man nämlich hier so, das sieht man jetzt nicht, aber hier ist so ein kleines Kettenblatt dahinter. Mhm. Und wenn quasi das, also nicht Kettenblatt, ein Kettenglied, wenn quasi das Kettenglied von der Kette perfekt mit dem Kettenglied auf dem Plastikteil hier, also in Linie ist, dann ist die Gurte quasi perfekt eingestellt. Genau, ja, das ist echt mega, das lässt sich dann mega einstellen und man hat nicht immer dieses, ja, passt die Kettenführung jetzt oder passt sie nicht. Also das stimmt einfach, das ist einfach mega. Aber da kann man wieder sehen, dass OneUp einfach Sachen macht, die echt funktionieren. Ja, und, dann noch, und das auch noch zu einem guten Preis. Richtig, genau, ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, das ist noch die, also ich weiß nicht genau, aber ich glaube noch die erste Kassette, wo auf dem Rad drauf ist. Das ist eine X01 Kassette und ein X01 Schaltwerk. Ich habe eine Kette, habe ich mal gewechselt, das muss man, sollte man eher regelmäßig machen. Genau, ja. Und ich muss nur sagen, gar keine Probleme. Das ist wirklich, es muss funktionieren, sagen wir es. Eine Sache noch, der Nico hat seit ein paar Wochen ein Wahoo. Genau, vielleicht da einfach noch ein paar Worte. Ja, also ich muss sagen, ich habe, bevor ich das Wahoo habe, hatte ich meine Fahrten über Strava immer mit dem Handy aufgezeichnet. Mhm. Und es hat einfach nach einer Zeit halt gestört, weil das, der Akku halt ziemlich schnell leer geht dann vom Handy. Einfach auch, weil man halt die Daten halt dann hier direkt hat mit Höhenmeter und allem. Und dann habe ich mich für das Wahoo Element Bold, also die erste Version, entschieden, mhm. weil die halt ein bisschen kleiner ist und mir reicht es einfach von dem, was es kann. Und ja, vielleicht noch, falls Leute interessiert, ich habe hier so einen Klebemount. Mhm. Der ist, glaube ich, von 76 Designs oder so heißt es. Mhm. Und das ist auf jeden Fall geil, das hält hier alles clean oben. Man hat keine Kabelbinder oder sowas dran. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Mega. Ja, sehr geil. Ja. Gut, Nico, dann war es das, würde ich sagen, von dem Bikecheck hier. Mega cool auf jeden Fall, mega cooles Rad. Ich finde es auch jetzt ein optischer Kontrast zu meinem mit der orangenen 38, aber mir, wenn der Nico kommt, mir gefällt es immer wieder irgendwie. Also es sieht immer wieder geil aus einfach, kann man einfach nur sagen. Und ich glaube, der Nico ist auch richtig zufrieden mit dem Fahrrad. Kann man auf jeden Fall auch sein. Also kann ich nur sagen, mega Rad. Genau, aber euch auf jeden Fall vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So langsam wird es auch kalt. Für euch gibt es jetzt aber noch ein paar geile Shots vom Rad. Und ich würde sagen, wir zwei sagen ciao. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Da seht ihr uns zwei vielleicht auch mal wieder auf dem Rad. Ja. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.